Ist verzweifelt. Ihr 13-jähriger Sohn Piotrek ist ein echtes Problemkind. Er ist gut in der Schule und hat noch nie in seinem Leben etwas gestohlen. Alkohol, Fehlanzeige. Was machst du da schon wieder, hä? Was ist das, Mathearbeit? Und welche Note? Wie kann denn das passieren? Habe ich dir keine Nachhilfe bezahlt? Habe ich dir die Mathehefte zerrissen? Habe ich mir so viel Mühe mit dir gegeben? Ja, und immer macht zu Schande. Warte, bis deine Vater nach Hause ist, sowieso zu Hause arbeitslos. Was soll das dir werden? Mutter Agnieszka weiß nicht, wie es weitergehen soll und schafft das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Schafft das nicht mehr. Jeden Tag immer nur Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben. Wenn das so weitergeht, will der am Ende noch studieren. Ja, unser Junge ist gut Schule, klaut nichts. Was soll man sagen? Selbst Nachbarn schon zerreißen im Maul. Die lachen uns aus. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Dann eskaliert die Situation. Dürfte ich vom Abendessen bitte noch einen Apfel haben? Apfel, ey. Apfel ist was für Pferde. Wahrscheinlich wäscht er sich noch. Ja. Damit er gut riecht? Oder was? Riecht es schlecht? Riecht. Du riechst, wie ein Mann riechen muss. Die Lage ist aussichtslos. Hier kann nur noch einer helfen. Der Musiktherapeut, Schuldnerberater und Fünf-Sterne-Koch Marek Riss eilt zur Rettung. Ja, du bist Der gelernte Türsteher hat eine Situation diesen Ausmaßes in seiner gesamten Laufbahn als Gerüstbauer noch nicht erlebt. Wie auch. Der nicht an ADS leidende Piotrek braucht dringend nicht ärztliche Hilfe von Anlageberater Marek. Diese Situation, die Sie mich hier bieten, das ist wirklich dramatisch, das ist Katastrophe. Das ist mein härtester Fall, glaube ich. Und das ist aussichtslos wie Stalingrad, kann man sagen. Der Fehler liegt schon im Zimmer. Ja? Was macht die ganze Bücher da drin? Die muss alle raus, Harry Potter, weißt du? Was rein muss? Fernseher, Flatscreen, ja? Spielekonsole. Ich habe Nintendo, PlayStation, habe ich alles hier. Ne? Kann ich euch guten Preis machen, kein Problem. Ne? Ist jetzt Happy Hour, machen wir schöne Angebote. Ne? Aber erstmal, wir müssen das Zimmer hier umdekorieren. Ne? Sportlehrer Marek ergreift erste Maßnahmen. Die überflüssigen Schulbücher müssen weichen. Sie werden durch einen Hightech 4:3 Röhrenfernseher von Mareks Schwager ersetzt. Auch die neuwertige Brockhaus-Enzyklopädie muss einer gebrauchten Spielekonsole weichen. So soll Piotrek lernen, seine gewaltfreien Fantasien in den Griff zu bekommen. Hallo, meine Freunde. Grüß dich. Wie alt bist du? 13, super. Da habe ich super Idee für dich. Habe ich eine Maschine für dich mitgebracht. PlayStation, deine neue Zuhause ist hier jetzt, weißt du? Hier hast du, nimm in die Hand, fass an wie Mann, ne? Und immer schön auf die Zivilisten drauf, ne? Frauen, Kinder zuerst, heißt das in Deutschland. Kopfschuss, verstehst du? Nächste Mission ist Afghanistan. Komm, Junge, wie sitzt du da überhaupt? Hast du da schon was gesoffen? Das hat ja schon mal gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert. Habe ich ihn richtig in ein Ballerspiel reingelegt, kriegen wir auf jeden Fall noch hinter kleine Bücherbuden. Schon bald trägt Mareks Arbeit erste Früchte. Stirb! Fick dich! Verdammte Scheiße! Mama, Schutz und Cola! Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ne? Also das mit dem Saufen und Klauen kriegen wir auch noch hin. Ne? Und ja, ich muss den Piotrek noch ein bisschen beibringen, vernünftig zu reden. Ne? Weil auch in Polen ist so, dass der Ton macht die Musik. Pass auf, mein Junge. So wie mit deiner Mutter redest, ey, liebe Mutti, könntest du vielleicht die Tür schließen, wenn du rausgehst und ich hier spiele? Das kannst du nicht machen, weißt du? Du musst so sagen. Ey, Alte, mach die scheiß Tür zu und zieh ab, wenn ich hier zocke. Sprich mir nach. Ey, Alte. Ey, Alte. Mach die scheiß Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Und zieh ab. Und zieh ab. Wenn ich hier zocke. Wenn ich hier zocke. Jawohl, Kurwa, dobrze, bardzo was. Hast du gut gemacht. Pass auf, ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Du gehst jetzt in den Kiosk und bringst zu deinen Eltern 2 Bier und eine Schokolade mit. Dann wartet auf Mutter Agnieszka eine faustdicke Überraschung. Guten Tag. Ist das Ihr Sohn? Ja. Ihr Sohn hat eben unten am Kiosk versucht, Bier und Schokolade zu klauen. Oh. Familie Ostrowski ist überglücklich. Passt immer ein bisschen besser auf Ihr Kind auf. Ja. Speditionskaufmann Marek hat der Familie neue Hoffnung geschenkt. Wir wissen nicht, wie Marek das gemacht hat, aber wir sind überglücklich. Ich habe wieder Hoffnung in mein Herz.